Polizei. Täter jedoch werden nicht ermittelt. Fast 7 Jahre lang betrieb Ute Johansen die beliebte Kneipe an der Küste. Fast 6 Jahre lang wurde sie erpresst. Nervlich am Ende und finanziell ruiniert, muss sie den florierenden Irish Pub aufgeben und Insolvenz anmelden. Sie arbeitet jetzt als Angestellte in einem Restaurant und hat bei der Soko Rocker im Landeskriminalamt gegen den Erpresser ausgesagt. Sie hofft, dass noch weitere Gastronomen Anzeige erstatten und ihm bald der Prozess gemacht wird. Was Ute Johansen widerfahren ist, das hat System. Auch der Kieler Kronzeuge könnte zum Thema Gewalt die Wahrheit gesagt haben. Ich war abhängig von den Hells Angels Kiel. Ich habe Ansagen bekommen, was zu tun ist. Ich bekam den Auftrag, auf eine Werkstatt zu schießen. Und beim nächsten Mal sollte ich nicht daneben schießen. Ein Hells Angel aus dem Ruhrgebiet hat nicht daneben geschossen. Er tötete einen Bandido. Zur Unterstützung des Angeklagten rückten seine Brüder an. Auch der sogenannte Pressesprecher der Hells Angels, Rudolf Triller. Vor 2 Jahren gab er uns noch ein bemerkenswertes Statement. Gewalt ist ein Teil des Menschen. Man braucht sich nur weltweit umgucken, was da abgeht. Man braucht in die Geschichte gucken, dann ist das keine Frage. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Und wir haben gelernt, damit umzugehen. Mit Gewalt kennt sich auch Höllenengel André Sommer aus. Er war selbst auch schon mal Opfer. Als ihm ein Mann ein Messer in den Rücken gerammt hat, deklarierte er das als Autounfall. Sommer ist Statthalter einer Hells Angels Ortsgruppe in Berlin. Polizei bekannt. Früher war er Hooligan, seit langem ist er Freund von Hanebut. Dessen langer Arm reicht bis Berlin. Hier stehen seit einiger Zeit Hells Angels und Bandidos unter ständiger Beobachtung der Polizei. Tauchen sie auf der Straße auf, werden sie kontrolliert. Rund 800 Männer zählt die Polizei in Berlin zu Mitgliedern krimineller Rockergruppen. Bei Durchsuchungen von Clubhäusern und Kneipen dieser Rockerclubs finden die Ermittler immer wieder Waffen und Munition. Die Ortsgruppen haben aufgerüstet, denn auch in Berlin kämpfen Bandidos und Hells Angels um die Vormachtstellung im Geschäftsfeld Rotlicht, Waffen, Drogen und Menschenhandel. Und dieser Markt wird stetig enger. Immer härter führen sie diese Kämpfe und schon lange nicht mehr nur untereinander. Diese Lage, muss man sagen, peu à peu in den Jahren 2019 und 2011 zeigt sich auch zunehmend in Gewalttätigkeiten, die in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, zwischen den beiden verfeindeten Gruppierungen, mit Auswirkungen natürlich auf die Bevölkerung, zufällig vorbeikommenden Passanten und Ähnlichem. Berlin-Schöneberg, ein multikulturelles Viertel. In diesen Stadtteil zog es die verfeindeten Rockerbanden. Über 2 Jahre lang terrorisierten sie diesen Kiez. Dadurch veränderte er sich radikal. Wir treffen einen Schöneberger, der die Entwicklung in den vergangenen Jahren hautnah beobachtet hat. Noch immer hat er Angst vor den Rockern und will deshalb nicht erkannt werden. Am Anfang sind Bandidos in großen Motorradformationen laut mit Kutten durchs Viertel gefahren. Dann kamen die Hells Angels und haben dasselbe Theater veranstaltet. Wir haben uns gefragt, was wollen die hier? Wollen die Geschäfte übernehmen? Geht's um Drogengeschäfte? Schutzgelderpressung? Wenn wir sie gebeten haben, nicht durch die Fußgängerzone zu rasen, sind wir massiv beschimpft und bedroht worden. Da waren solche Dinge wie "Halt die Fresse, Fotze" noch die kleineren Übel. 2010 läuft der Deutsch-Türke Kadir Padir, hier rechts im Bild, mit 80 Mann von den Bandidos zu den verfeindeten Hells Angels über. Ein weltweit einmaliger Vorgang. Angeblich, so ist aus Ermittlerkreisen zu hören, sollen Hanebut und Sommer mit Kadir Padir verhandelt haben. Für den Seitenwechsel sollen mindestens 250.000 Euro geflossen sein. Bestätigen wollen die Hells Angels das natürlich nicht. In Berlin spitzt sich die Situation zu. Man kann eindeutig feststellen, dass die
sagen wir, die Grenzen zwischen den Gruppen fließend sind einerseits. Das heißt also, ob heute ein Bandido noch Bandido ist oder Hells Angel, ist in dem einen oder anderen Fall nicht mehr so vorherzusagen. Daraus resultieren natürlich auch Feindschaften untereinander, die dann auch persönlicher Natur sind. Dinge, die sozusagen gegen die Ehre der Clubs gehen und woraus dann auch Gewalttätigkeiten im Sinne von Racheakten resultieren. Und diese Racheakte werden zunehmend brutaler. Eine Kaskade von Schüssen wird 2011 nachts auf diesen Berliner Bandidosladen abgegeben. Nur durch Zufall gibt es hier keine Verletzten und Tote. Danach sucht die Polizei umgehend bei den neuen Hells Angels, den übergelaufenen Bandidos, nach dem Täter. Die meisten von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Stolz präsentieren sie sich mit ihren neuen Kutten in einem Musikvideo des Rappers Memo. Berlin huldigt Rockerboss Hanebut in Hannover. Hey, was geht ab, Alter? Ich bin's, MEMO, direkt aus Hannover, hier in Berlin, bei Hells Angels Türkei, Alter. Support Sexember, Support 81, Support Frank Hanebut, Alter. Ihr wisst Bescheid, dieser Song aus meinem neuen Album, Engel der Hölle, hier bin ich. Und ihr, haltet die Fressen, Mann! Wir hatten richtig Angst vor diesen Typen. Ein Rocker war in eine vollbesetzte Gaststätte gegangen, dann kamen andere Rocker und haben den Mann dort überfallen. Die Gäste sind schreiend aufgesprungen, der ganze Bürgersteig, alle Tische lagen voller Glas. Jeder hat versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Eine Frau hat sich unter einem Tisch auf ihre Kinder geschmissen, weil geschossen wurde. Die hatten keine Hemmung, in aller Öffentlichkeit Waffen zu ziehen und zu schießen. Juni 2012. Der Berliner Innensenator verbietet die Hells Angels Berlin City. Doch als die Polizei das Verbot durchsetzen will, trifft sie nur noch wenige Mitglieder an, weil der Club kurz vorher von der Razzia erfahren und sich selbst aufgelöst hat. Das Clubhaus ist ausgeräumt. Es gibt ganz offensichtlich ein Leck bei der Polizei. Unter Verdacht steht ein Mitarbeiter der Soko Rocker. Das ist ein immer wiederkehrender Prozess der letzten Jahre und Jahrzehnte. Ja, also bei so vielen Menschen innerhalb einer Behörde kann man es auch nicht ausschließen. Nur wenige Stunden nach der Selbstauflösung versuchen die Hells Angels Berlin City bei den Potsdamer Brüdern unterzukriechen, um sich so wieder in Kutten präsentieren zu können, dem Zeichen ihrer Macht. Diesmal halten die Ermittler dicht. Nach diesem Polizeibesuch löst sich der Club von Potsdam auf, um einem Verbot zuvorzukommen. Die Outlaw-Rockerclubs, die Gesetzlosen, wollen Berlin nicht aufgeben und suchen nach weiteren Ausweichmöglichkeiten nahe der Hauptstadt. Weil Berlin natürlich für Bandidos wie Hells Angels auch eine gewisse strategische Bedeutung im Osten Deutschlands hat. Natürlich ist es so, dass sie ihre eigenen Machtstrukturen aufbauen und natürlich auch mit eigenen Systemen der Bestrafung, wenn man so will, so eine Art Gegenbewegung zum Rechtsstaat aufbauen. Das ist im Übrigen ja auch Ziel der Outlaws, den Rechtsstaat und die Gewaltenteilung und das Gewaltmonopol des Staates eben nicht zu akzeptieren. Im Juni 2012 explodiert die Gewalt in Berlin mit dem Attentat auf den Hells Angel André Sommer. Direkt hinter seiner Kneipe wird er angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Er überlebt den Angriff nur knapp. Sommer hatte mit dem Täter vorher gesprochen, sagen Passanten. Er aber redet nicht mit der Polizei. Selbst Sommers Krankenakte bekommt die Polizei nur durch einen richterlichen Beschluss. Kurze Zeit später werden zwei Berliner Bandidos angeschossen. Möglicherweise Rache für die Schüsse auf Sommer? Die Polizei entdeckt an einer Hülse DNA-Fragmente. Sie könnten zu einem ganz anderen Fall passen, zu Spuren aus der Wohnung des Zwickauer Terrortrios. Haben Bandidos den nationalsozialistischen Untergrund mit Waffen versorgt? Oder waren es vielleicht die Hells Angels, wie der Kieler Kronzeuge aussagt? Völlig ausgeschlossen ist nichts, denn
denn Waffenhandel gehört zum Geschäftsbereich beider Rockerclubs. Politisch ausgerichtet sind die Clubs aber nicht. Braune Rocker seien nur Einzelfälle, so die Ermittler. Wenige Wochen später schnappt die Polizei drei Bandidos, die Sprengstoff zu ihren Berliner Brüdern schmuggeln wollten. Nun schlägt der Staat zurück, mit aller Macht. In der Sprache, die die Rocker verstehen. Die GSG 9 wird eingesetzt. Nachdem die Spezialeinheit abgerückt ist, öffnen die Bandidos ihr sonst hermetisch abgeschlossenes Gelände und gewähren Einblicke ins Clubhaus in Hennigsdorf. Der Mann in der Bandido-Kutte hat die Seiten gewechselt. Er war früher Polizist. Das ist doch in meinen Augen nicht verhältnismäßig mehr. Einfach so sehe ich das. Ja? Das ist doch nicht mehr okay. Ja, Durchsuchung ist das eine, Zerstörung ist das andere. Schwer bewaffnet und mit Blendgranate stürmte die GSG 9 den Clubraum der Bandidos. Also man hat auf der Kamera unten gesehen, dass die Leute hier kamen. GSG 9 wartet ja dann, hat man ja gesehen. Die stürmten die Treppe hoch. Mein Sohn hat da geschlafen mit dem Hund. Konnte mein Sohn noch wegreißen, weil ich ja wusste, es kann sein, dass die vielleicht schießen und so. Der Hund ist da lang zur Tür hin, hat meinen Sohn auf den Boden geschmissen. Wollte den Hund noch retten, nach ihm greifen, habe gesagt, schießt nicht, ich halte den Hund fest und die haben trotzdem geschossen gleich. Ich habe sie ja noch gesagt, hier ist noch ein Kind, hier ist noch ein Kind. Ja. Wenn ich jetzt was suche, Metall oder sonst was, da gibt es Detektoren für, dann muss ich doch nicht dieses ganze Ding hier komplett zerstören. Es ist Zerstörung für mich, ja. Und wenn irgendwas gesucht wird wegen Drogen oder sonst was, da gibt es Hunde, da gibt es alles für, ja. 1000 Polizisten sind gleichzeitig an verschiedenen Orten im Einsatz, beschlagnahmen Drogen und Waffen. Im Clubhaus finden sie ein gestohlenes Motorrad, in der angrenzenden Privatwohnung aber nichts. Wenn die wissen, dass ich nicht zu Hause bin, warum muss man mit Maschinenpistolen, muss man Türen raustreten, wenn ein 2-jähriges Kind dort ist? Ein 13-jähriges Kind, was schreit ohne Ende, was sich einpullert? Der Einsatz der GSG 9. Will der Staat damit ein Zeichen setzen? Besondere Macht demonstrieren? Reiner Zufall. Reiner Zufall. Wenn die Zeit haben, sind wir natürlich immer dankbar. Die GSG 9 hat aufgrund ihrer langjährigen Tradition und der speziellen Aufgaben, die sie auch wahrnehmen, natürlich auch eine besonders gute Ausrüstung. Das hat jetzt aber nichts mit Zeichen zu tun, Symbolik. Reine Pragmatik. Auch bei Hells Angels Boss Hanebut fliegt die GSG 9 ein, nachdem ihn der Kronzeuge in Kiel belastet hat. Die Spezialeinheit seilt sich morgens um 5 Uhr aus dem Hubschrauber ab, erschießt Hanebuts Hund und durchsucht sein Anwesen. Unmittelbar danach ist auch Freund und Anwalt Fromberg zur Stelle. Wir haben hier aber ein volles Programm gemacht und die Tür eingetreten, Hund erschossen, wie gesagt. Der kleine Sohn von Hanebut hat das alles mitgekriegt. Der Staat lässt jetzt die Muskeln spielen. Seitens der Ermittlungen war eine Vorgabe, dass das Objekt schlagartig eingenommen werden musste. Das heißt also, es durfte kein Zeitverlust eintreten, weil in Verbindung mit diesem Zeitverlust dann auch ein Beweismittelverlust zu befürchten war. Um das zu verhindern, haben wir die entsprechende Vorgabe gemacht und der Polizeiführer hat dann die taktische Entscheidung getroffen, welche entsprechenden Einheiten eingesetzt werden. Um Hanebut ist es inzwischen ruhig geworden. Seine Hells Angels Filiale in Hannover hat er über Nacht aufgelöst. Keine Zeichen mehr, keine Symbole. Hatte er Angst vor einem Verbot? Damit wäre auch das Vereinsvermögen an den Staat gegangen. Insgesamt haben sich in diesem Jahr 11 Rocker-Ortsvereine selbst aufgelöst. Auch im Internet ist der einst mächtigste Verein Europas nicht mehr zu finden. Die Homepage ist abgeschaltet. 10 Vereine wurden in den vergangenen 2 Jahren verboten. Vereinsverbote sind für mich kein Allheilmittel. Aber gerade bei den Rockern sind sie ein wunderbarer Mosaikstein in der Bekämpfungsstrategie. Weil in kaum einem anderen Bereich machen Insignien
Und auch das Tragen zum Beispiel von Kutten nach außen mit Abzeichen, Patches. So viel aus, so viel an Machtdemonstrationen aus wie bei den Rockern. Und deswegen ist es natürlich erstmal ein Ansehens- und Machtverlust, wenn sie sich nicht mehr so nach außen präsentieren können. Aber im Machtkampf der Rocker entwickeln die Vereine neue Strategien. Auch die Hells Angels Flensburg wurden vor 2 Jahren verboten. Und schon kurz darauf waren die Red Devils da. Sie bilden den größten Unterstützerverein der Hells Angels und springen als Statthalter ein. Belastend für die Opfer. Da hat sich gar nichts geändert. Also sie sind alle noch da, sie sind leiser geworden und vorsichtiger, ganz klar. Ich sag mal, im aktiven Auftreten sind es jetzt eher die Red Devils. Und ansonsten, einige fahren jetzt auch mit, was weiß ich hier, Hells Angels Dresden rum oder so. Also die Lübeck habe ich jetzt eine Kutte gesehen. Also ich habe das Gefühl, die sind entweder in die anderen Chapter abgewandert oder eben in diesen Unterstützerclubs dann plötzlich drin. Also haben sie nur die Dienstkleidung gewechselt, das Geldmachen aber geht weiter? Auch was der Kieler Kronzeuge über das Geschäftsmodell der Hells Angels aussagt, stimmt vermutlich. Ein Dilemma für die Ermittler in Schleswig-Holstein. Kollegen warnen vor dem V-Mann, er würde vieles dazu dichten. Die Kieler Ermittler aber brauchen seine Aussagen, um mehr als 100 Ermittlungsverfahren einleiten zu können. Der Kronzeuge bekommt dafür Strafnachlass. Seine Behauptungen in kleineren Fällen erweisen sich als wahr. Bei den Durchsuchungen stoßen die Fahnder nicht nur auf Waffen, sondern auf umfangreiche Geschäftsunterlagen und hohe Summen Bargeld. Allein im Clubhaus der Kieler Hells Angels liegen 37.000 Euro auf dem Tisch. Herkunft unbekannt. Klar wird, die Hells Angels funktionieren wie eine GmbH. Bei den Durchsuchungen anlässlich des Vereinsverbotes des Charters der Hells Angels Kiel ist es uns gelungen, bei deren Schatzmeister das Kassenbuch zu beschlagnahmen. Dieses Kassenbuch hat uns sehr interessante Aufschlüsse über die Finanzströme der Hells Angels Kiel bieten können. So konnten wir zum Beispiel aus den dort erlangten Erkenntnissen ein Verfahren wegen Geldwäsche einleiten. Und jetzt wird weiter durchsucht. Wohnungen, Bordelle, das Übliche eben. Aber auch, und das war bislang unüblich, die Kanzlei eines Steuerberaters. Er soll für die Rocker einen illegalen Deal vermittelt haben. Ein paar Kilometer außerhalb von Kiel. Hier soll der Steuerberater das Geschäft eingefädelt haben. Einem Rentnerehepaar kauften die Hells Angels diesen Landgasthof ab. Dabei haben sie mutmaßlich kriminelle Gelder gewaschen. Die Auswertung dieser Unterlagen wird noch eine geraume Zeit in Anspruch nehmen. Es ist ein deutliches Indiz und Kennzeichen von organisierter Kriminalität und auch völlig üblich im Bereich der Wirtschaftskriminalität, die eigene Beteiligung an Geschäften zu verschleiern und das Ganze zu versuchen, über ein sehr kompliziertes Firmengeflecht für öffentliche Stellen nicht nachvollziehbar zu machen. Der Rückhalt für kriminelle Rocker schwindet von Tag zu Tag. Deshalb suchen sie sich Verbündete wie Ende September in Kiel. Ein Solidaritätsrun für alle Biker gegen Kuttenverbote. Offenbar nutzen Hells Angels und ihre Unterstützer Red Devils jetzt die Biker, denen es eigentlich nur um die Gemeinschaft und das Motorradfahren geht. Mit ihnen suchen sie jetzt den Schulterschluss gegen den Staat. Stellen Sie sich vor, Sie sind von schweren Jungs umstellt. Sie fühlen sich bedroht. Und die Polizei steht daneben, schaut zu und tut nichts. Unvorstellbar. Wirklich unvorstellbar? In Bremen hat es sowas tatsächlich schon mal gegeben. Und sogar großflächig. Mitte März, direkt in Bremens Innenstadt. Rocker wollen ein Clubhaus einweihen. Die Polizei ist auch da, man kennt sich schon. Anfangs haben sich alle unheimlich lieb. Ich bedanke mich erstmal für die Auskunft. Alles Weitere werden wir dann meiner Hände. Und ich hoffe, dass das alles schön ruhig noch läuft. Wir gehen davon aus. Ich auch. Dann der erste Fund. Die Partygesellschaft hat eine Machete dabei. Das kommt immer mal wieder vor, wenn Bremer Rockergruppen vermeintlich ganz friedlich feiern.
Und er hat solche Szenen schon erlebt. Anwohner Wolfgang Budde ist umzingelt von Rockerclubs. Mit einer Bürgerinitiative kämpft er gegen sie. Denn sein Viertel ist ein Aufmarschgebiet. In dieser Richtung ist der Club der Hells Angels, ungefähr 100 Meter entfernt. In dieser Richtung ist der Club der Red Devils, ungefähr 250, 300 Meter entfernt. Und in dieser Richtung war bis Anfang des letzten Jahres der Club der Mongols, ungefähr 400 Meter entfernt. An sich das Auftreten der Hells Angels und deren Art Verwandten sind ja nun auch bedrohlich genug. Sie müssen ja gar nicht viel machen. Sie brauchen sich ja mit ihren Kunden nur hinstellen und brauchen einfach nur böse gucken. Das strahlt schon eine Atmosphäre aus, wo Leute auch Angst haben. Bremen und seine vielen Rocker. Die Bürger verschreckt, die Opposition empört. Ich glaube schon, dass Bremen ein Rockerproblem hat. In der Vergangenheit war es so, dass den Hells Angels beispielsweise einige Dinge, sagen wir mal, gestattet worden sind, in Anführungsstrichen, die sich im Nachhinein als nicht besonders glücklich erwiesen haben. So wie 2010. Die Rocker machen eine Ausfahrt und damit sie auch viel Platz haben, sperren sie gleich mal eine Spur der Autobahn. Wer vorbei will, wird beinahe gerammt. Die Polizei immerhin lassen sie passieren. Fröhliches Winken inklusive. Kontaktaufnahme mit Bremens Hells Angels. Seit mehr als 10 Jahren ist in der Innenstadt ihr Stützpunkt, natürlich komplett abgeschirmt. Nur Mitglieder und Freunde dürfen rein. Wir wollen wissen, müssen Bremens Bürger 2012 wieder Angst haben? Im Moment will keiner gern reden, die Lage sei doch gerade so schön ruhig. Immer bis zur nächsten Schlacht. Im Mai letzten Jahres mischen die Mongols Bremen auf. Dabei wollten sie nur einen Spaziergang vor dem Clubhaus der Konkurrenz machen. Bremen, immer wieder Tummelplatz von 5 Rockerclubs. Und die Mongols sind eine ganz besondere Truppe. Angeführt werden sie von Migranten. Sie sind Angehörige einer gefürchteten Großfamilie aus dem Libanon. Da steht ein ganzer Clan an Familien dann dahinter, die auch sehr schnell rekrutiert werden können und die ganz besonders auch auffällig sind, dadurch bedingt, dass sie zahlreiche Straftaten hier in Bremen begangen haben. Die Polizei ermittelt seit Jahren, nimmt fest, viele seien kriminell. Die andere Seite nennt rabiate Hausdurchsuchungen schon mal Diskriminierung. Wir werden nicht wie Menschen behandelt. Die erniedrigen uns hier immer. Die provozieren uns, damit wir noch mehr kriminell werden oder kriminell werden. Also wir wissen gar nicht, was wir machen. Was sie machen? Allein 2010 listet die Polizei 648 Straftaten nur eines Clans auf. Wir wollen mit einem der Anführer sprechen. Der ist schwer zu finden und, so lässt er ausrichten, mit der Presse will er lieber nichts zu tun haben. Diese Großfamilie oder diese ethnischen Clans haben natürlich zu einem großen Teil auch das Ziel, im Bereich der organisierten Kriminalität tätig zu sein. Das gilt genauso für die Rocker. Bremens Rocker. Die Mongols sind inzwischen zwar verboten, aber nächste Truppen stehen schon bereit. Diese nennen sich Median Empire. Im Internet machen sie auf harten Mann, posieren mit Waffen. Und auch die Black Jackets sind im Anmarsch. Sie haben ihr Clubhaus 15 Kilometer vor Bremen. Im Internet auf YouTube reimen sie schon bedrohlich wie die ganz Großen. Gefährliche Straßengangs schließen sich uns an. Egal was noch kommt, wir halten zusammen. Bei dem nächsten Mal. Drohgebärden als Lifestyle oder bald schon Realität? Wobei wir momentan die Situation. Anwohner Budde ist noch mal auf privater Streife vor dem Clubhaus seiner Hells Angels Lieblingsfeinde. Heute ist mal nicht so viel los, egal. Budde will eine Polizei, die durchgreift, keine, die kuschelt, so wie er es früher mal beobachtet hat. Man hat sich abgeschlagen, hat miteinander gescherzt und geherzt. Man hat sich die Motorräder angeguckt, man hat sich die Autos angeguckt, man ist grüßend davon gefahren. Das ist absurd. Wir haben da so eine völlig entgegengesetzte Strategie. Hier wird nicht gekuschelt und der klopft doch niemand auf die Schultern. Wenn Sie sich mal anschauen, was in den letzten Monaten an Aktionen gelaufen ist, es war immer sehr deutlich, wer Herr des Verfahrens ist. Na, dann ist ja alles gut. Bremen hat sich jetzt ganz fest vorgenommen, Null Toleranz gegen Rocker durchzusetzen. Und man hofft vor allem, dass dieses Jahr nicht wieder Rocker den Verkehr regeln.
Na, wie wirken diese Herren hier hinter mir? Vertrauenswürdig? Nun, man soll Menschen nicht nach ihrem Äußeren beurteilen. Aber bei den Hells Angels, wie sich dieser Motorradclub nennt, gibt es nun schon das ein oder andere Indiz, dass es sich nicht nur um nette Männer mit Begeisterung für schwere Maschinen handelt. Drogenschmuggel, Waffenhandel, Prostitution, Körperverletzung, sogar 3 Tötungen in den letzten Jahren, alles mit dabei. Kurzum, nicht gerade Menschen, mit denen man als rechtschaffener Bürger viel zu tun haben will. An der niedersächsischen Kleinstadt Walsrode aber kann man beispielhaft beobachten, wie leicht eine Gruppe wie die Hells Angels öffentliches Leben unterwandern kann, wenn sie ihre Kutten ausziehen und sich ein bürgerliches Mäntelchen überwerfen. Jamila Benkeluf und Dieter Eckberg. Stadtfest im niedersächsischen Walsrode im letzten Sommer. Alles unter Kontrolle. Dank eines besonderen Mitbürgers, den die Veranstalter extra beauftragt haben, für Sicherheit zu sorgen. Wolfgang Heer, Unternehmer und Funktionär der Hells Angels, organisiert den Sicherheitsdienst. Ein Stadtfest, bewacht von Rockern, scheinbar ganz normal. Doch es gibt einen, der sich darüber aufregt. Detlef Giesecke von den Grünen beklagt auf einer Diskussionsveranstaltung nach dem Stadtfest, dass diese Sicherheitsdienste also von einer Mitglied einer Organisation organisiert wird, die von der Polizei als sehr gefährlich betrachtet wird. Rockerfunktionär Herr nimmt's gelassen. Die Stimmung ist hier wohlwollend. Vielleicht, weil er sich in Walsrode seit Jahren großzügig gibt. Dann spenden wir monatlich einen Betrag an die Arche. Monatlich ans Rote Kreuz. Ich habe ein Patenkind in Indien über die Organisation Plan. Aktion Mensch bekommt monatlich. SOS Dorf, Kinderdorf bekommt monatlich. Ärzte ohne Grenze bekommt monatlich. Germania Walsrode hat bis vor 2 Jahren immer die Zuschüsse bekommen, dank meines verstorbenen Freundes Böschi Müller. Der Weihnachtsmarkt hat jedes Jahr von mir Zuschüsse bekommen. Der Gönner von den Hells Angels ist bei manchen gern gesehen, die Kritik nicht so sehr. Immer hilfsbereit und auch hier im Ort für den Sportverein. Das ist doch kein Geheimnis. Also und jetzt mit mal wird so ein Theater gemacht, finde ich irgendwo ein bisschen albern. Ne? Dabei sind die Hells Angels nicht irgendein freundlicher Motorradverein älterer Herren. Bei deutschen Staatsanwaltschaften gehören Rocker wie Sie zu den Stammkunden. Rund 360 Ermittlungsverfahren jedes Jahr. Und oft kommt sogar ein Funktionär zur Beobachtung vorbei. Etwa Wolfgang Heer, hier im Duisburger Gericht. Ein Hells Angel soll ein Mitglied eines konkurrierenden Clubs getötet haben. Am Ende wird er wegen Totschlags zu 11 Jahren Haft verurteilt. Es handelt sich hier nicht um einen friedfertigen Motorradclub, der bundesweit zusammenkommt, sondern bereits seit 2009 haben wir 3 Tötungsdelikte, die im direkten Zusammenhang mit den Hells Angels stehen, registriert. Und darüber hinaus gibt es eine 2-stellige Anzahl von versuchten Tötungsdelikten. Doch in Walsrode stießen solche Fakten bis vor kurzem auf wenig Interesse. Wie gesagt, der Rocker und Hells Angels Funktionär ist ein spendenfreudiger Bürger. Warum sollte man, findet die Bürgermeisterin, da nicht mit ihm zusammenarbeiten? Das ist eine Frage, die jeder mit sich selbst abmachen muss. Zu wem gehe ich? Welches Bier trinke ich? Welche Kneipen besuche ich? Gehe ich in ein Bordell? Gehe ich nicht in ein Bordell? Gehe ich in Kneipen, die auch offiziell dieses Zeichen 81 vorne an der Tür haben, wo ich dann ja weiß, es könnte oder es wird wohl einen Hells Angels Hintergrund haben. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Schließlich ist ja alles legal. Etwa das Bordell in Walsrode, das der Rockerfunktionär betreibt. Auch sonst hat Heers Familienunternehmen hier einiges zu bieten. Eine Bowlingbahn etwa oder auch ein Sportzentrum. Herr weiß genau, was zählt in Walsrode. Wissen Sie, ich bin seit 10 Jahren Mitglied des Hells Angels. Ich spende seit 1971. Ich werde mich doch jetzt mit 65 Jahren nicht mehr umbiegen lassen in meinem sozialen Verhalten. In der einen Sache bin ich Hells Angel, in der anderen Sache bin ich Mensch. Das ist doch meine Sache. Doch der grüne Störenfried macht weiter. Keine Geschäfte mehr mit Hells Angels, fordert er.
Das ist offenbar zu viel der Kritik. Mit dem jahrelangen Frieden in Walsrode ist es nun vorbei. Erstes Anschlagsziel im vergangenen Herbst, das Auto des Grünen. Zerschlagene Fenster, zerstochene Reifen, dann noch ein kleines Feuerwerk auf dem Auto. Doch die Polizei hat die Täter bisher nicht gefunden und die Bürgermeisterin beruhigt, ein Zusammenhang mit dem Rocker-Thema sei nicht bewiesen. Bedauerlicherweise ist es so, dass ich fast einmal in der Woche eine Strafanzeige schreiben muss, weil eben öffentliche Einrichtungen durch Graffiti beschmiert werden, dass irgendetwas abhanden kommt, das geklaut wird, dass eben auch Dinge beschädigt werden. Dann allerdings der nächste Anschlag. Ziel diesmal das Haus des Rechtsanwaltes des grünen Politikers. Eine Kugel reicht. Eine unmissverständliche Botschaft für den Betroffenen. Weil eine so dezidierte, kurz gefasste Drohung versehen mit einem Fadenkreuz für mich kein Streich ist, sondern das ist eine Todes-, eine Morddrohung. Wieder kann die Polizei keine Täter finden. Wegen der Morddrohung kommt Walsrode aber in die Schlagzeilen. Es ist eine Stadt, an der deutlich wird, wie schnell Strukturen außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft aufgebaut werden können und wie schwierig es aufgrund der Machtposition der Hells Angels ist, diese Strukturen zu beseitigen. Nun will der Stadtrat endlich Flagge zeigen. Der erste Akt wird die Hells Angels allerdings kaum in Panik versetzen. Es ist nur eine Erklärung. Eigentlich eine Art Bittschrift an Vereine und Geschäftsleute der Stadt. Dass die Vereine und Verbände, die eine solche Nähe zu diesen Firmen zulassen, dass sie bitte damit aufhören. Die Deputation hat heute mit großer Mehrheit die Strategie des Innenressorts und der Polizei unterstützt. Das heißt Null Toleranz. Wir gehen weiter so konsequent vor wie am Wochenende. Wer hier sich zusammen findet, wird die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen dürfen. Und insofern sind wir auch auf zukünftige Auseinandersetzungen vorbereitet. Also es sieht sehr danach aus, dass die Aggressionen vom Wochenende von einer Gruppierung der Hells Angels ausgegangen sind. Und deswegen sind wir fieberhaft daran zu arbeiten, nunmehr durch ein Verbotsverfahren in die Öffentlichkeit zu nehmen. Die Deputation hat im Wesentlichen das auch bestätigt, was wir bisher machen. Es ist ja keine neue Strategie, sondern wir versuchen einerseits durch Verbotsverfahren die Rocker aus der Öffentlichkeit zu nehmen. Das heißt, keine Ausfahrten mehr, keine Vereinsvereine und keine Belästigung mehr der Bevölkerung, die sich ja auch verängstigt fühlt, wenn in dieser Massivität öffentlich aufgetreten wird. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite führen wir sogenannte Strukturverfahren. Das heißt, wo Rocker im Bereich Rotlichtmilieu oder im Bereich Drogenhandel sind, da sind verdeckte Ermittler dran. Das ist natürlich schwierig und darüber reden wir auch nicht öffentlich, was da im Einzelnen läuft. Aber das sind so die beiden Elemente der polizeilichen Strategie. Naja, das Verbot der Hells Angels oder anderer Rockergruppen und auch ein Kuttenverbot macht durchaus Sinn, das ist gar keine Frage. Aber das ist natürlich so, dass damit nur das äußere Erscheinungsbild der Rocker behindert wird. Nicht behindert wird natürlich, werden natürlich weitere Machtdemonstrationen, wie wir es jetzt auch am Wochenende hatten. Nicht behindert wird an der Stelle insbesondere nicht die Arbeit, die diese Rockergruppen in der illegalen organisierten Kriminalität durchführen. Und damit verdienen sie ja ihr Geld. Und die aus meiner Sicht geschehen diese Rocker-Auseinandersetzungen auch nur, weil sie diese kriminellen Aktivitäten in der Stadt weiterhin ungestört durchführen wollen. 1994. Ein Krieg tobt in Montreal. Die Motorradclubs Hells Angels und Rock Machine bekämpfen sich bis aufs Blut. Es geht um Drogen und Macht. Drogen brachten jährlich $1 Milliarde. Die Verbrechen organisiert der Anführer der kanadischen Hells Angels, Mom Boucher. Ich habe seinen ersten Mord gesehen. Boucher will die alleinige Kontrolle über Quebec. Er dachte, niemand käme an ihn ran. Anfangs bekämpfen die Biker sich nur untereinander.
Aber schließlich gibt es auch unschuldige Opfer. Empört verlangen die Bürger, dass die Polizei endlich eingreift. Die Beamten müssen Mambouchet dingfest machen. Ihre einzige Hoffnung ist ein Insider, der bereit ist, seinen Club zu verraten. Aber können sie einen Kriminellen trauen, der sich bei den Hells Angels hocharbeitet? Die Beamten haben keine Wahl. Sie können Mambouchet nur mit seiner Hilfe überführen.1977 tauchen die Hells Angels erstmals in der Provinz Quebec auf. Sie lassen sich in Montreal nieder. Den Bürgern von Quebec gefällt das Image der freiheitsliebenden, trinkfesten Motorradrocker. Der Mythos um diese Gang fasziniert viele junge Männer. Ich glaube, es ist angeboren. Schon als ich klein war und zum ersten Mal ein Pulk Motorräder an mir vorbeidonnerte, träumte ich davon, dazuzugehören. Zu dem 1% Menschen, die sich von niemandem etwas vorschreiben lassen. 17-year-old kid. Als 17-Jähriger wollte ich sein wie sie. Sie haben schwere Harleys, große Autos und schöne Freundinnen. Das war schon sehr verlockend. Und sie haben viele Freunde, die zusammenhalten wie eine große Familie. Außerdem können sie tun, was sie wollen, solange sie nicht erwischt werden. Was für ein Nervenkitzel. Nur wenig später finden die Bürger von Quebec die Wahrheit heraus. Die Hells Angels bauen eine kriminelle Organisation auf, die Schutzgelder erpresst, Zuhälterei betreibt und mit Drogen dealt. Ihre Ziele setzen sie mit brutaler Gewalt durch. Wer sich mit den Hells Angels anlegt, stirbt, ohne Wenn und Aber. Es ist aus für dich. Skrupellos verteidigen die Hells Angels ihre kriminelle Vorherrschaft. Wenn jemand bereit ist, derartig brutal vorzugehen, gewinnt er immer mehr Macht. Und schließlich kann er alle Bereiche der organisierten Kriminalität an sich reißen. Genau das ist Mambouchets Ziel. Er will die Hells Angels zur mächtigsten kriminellen Organisation aller Zeiten erheben. Mambouchet stammt aus einem Montrealer Problemviertel. Er war groß, stark und brutal und wurde mehrmals verhaftet, bevor er als Teenager ein Rocker wurde. Boucher bricht die Schule in der 9. Klasse ab und schlägt sich mit Drogen und Verbrechen durch. Sie scheinen einen Ausweg aus der Armut zu bieten. Ich habe gesehen, wie er seinen ersten Mord begangen hat. 1979 oder 80 im Bordeaux-Gefängnis. Schon damals wollte er sich unbedingt beweisen. Das Macho-Gehabe der Rockerbanden übt eine große Anziehungskraft auf Boucher aus. Zusammen mit seinem Freund Salvatore Cassetta gründet er den Motorradclub SS. Es ist der erste Schritt, sich seinen Traum zu erfüllen und ein Hells Angel zu werden. 1985 bietet sich eine weitere Chance. Bis zum Massaker in Lennoxville blieb alles ruhig. Damit fing der Ärger an. 1985 gibt es in Montreal zwei Hells Angels Charter. Die Mitglieder des Laval Charters wollen vor allem feiern. Häufig nehmen sie das Kokain, das sie verkaufen sollen, einfach selbst. Den profitorientierten Mitgliedern des Sorel-Charters wird das zu bunt. Sie beschließen, ihren Standpunkt ein für allemal klarzumachen. Sie laden das Laval-Charter zu einem Treffen in Lennoxville ein. Dort erschießen sie die Männer, ihre eigenen Brüder. A
Damit hoben die Hells Angels Gewalt und Einschüchterung auf eine neue Ebene. Das gab es unter Bikern noch nie. Die Rocker sind zu Mördern geworden. Sie machen jedoch einen entscheidenden Fehler. Ein Mann hat das Massaker überlebt. Er nennt der Polizei die Namen der Lennoxville-Mörder und die verhaftet fast die Hälfte aller Hells Angels in Quebec. Für Montboucher ist es eine einmalige Gelegenheit. Plötzlich gab es bei den Hells Angels ein Vakuum. Kerle wie Montboucher bekamen die Chance, Anwärter zu werden und sehr schnell zu Vollmitgliedern aufzusteigen. Salvatore Cassetta verabscheut die Vorgehensweise der Hells Angels. Die eigenen Brüder zu töten, er wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Er gründete Rock Machine. Die Freundschaft zwischen Cassetta und Boucher nimmt so ein jähes Ende. Montboucher steigt bei den Hells Angels ein und der Bikerkrieg in Quebec nimmt seinen Lauf. Beide Clubs wollen die Vorherrschaft im profitablen Drogengeschäft. Die Bandenkriege begannen 87, als Mom ein Angel wurde. Montboucher hat klare Vorstellungen von der Zukunft der Hells Angels. Herrschaft, Macht und Reichtum. Er will nicht nur den gesamten Drogenhandel in Quebec kontrollieren. Zusätzlich plant er, die Kneipen und Nachtclubs an sich zu reißen, die der Rock Machine gehören. Er ging in jede Bar in Montreal, die noch nicht von den Hells Angels kontrolliert wurde. Er zwang die Dealer in der Kneipe, ihre Ware ab jetzt bei ihm zu beziehen. Oder er setzte den Barbesitzer unter Druck, Moms Leute dort dealen zu lassen. Sonst brannte die Bar. Einschüchterung ist das Erfolgsrezept der Hells Angels. Drogen brachten jährlich eine Milliarde Dollar ein. Den Jungs von der Rock Machine etwas davon zu überlassen, hätte Boucher kaum wehgetan. Aber sein Ego verlangte, dass er alles bekam. Ein blutiger Revierkampf ist die Folge. In 2,5 Jahren brannten sie etwa 150 Clubs ab. Ständig Bombenanschläge und Schießereien. Wir trugen immer schusssichere Westen und ich hatte stets eine Waffe bei mir. Und ich habe sehr oft meinen Wagen gewechselt. Es ging so weit, dass wir uns Babyfone kauften. Diese Dinger, mit denen man hört, ob das Baby in seinem Zimmer weint. So eines legt man sich ins Auto, wenn man schlafen geht. Dann merkt man, wenn sich jemand am Wagen zu schaffen macht oder das Grundstück betritt. Anfang der 90er Jahre ist Montboucher bereits der Anführer der kanadischen Hells Angels. Immer wieder liefern sie sich blutige Schießereien mit rivalisierenden Clubs. Dennoch erregen die Vorfälle wenig Aufmerksamkeit. Immerhin sind es nur Kriminelle, die sich gegenseitig ermorden. Die Polizei betrachtet die zunehmende Gewalt mit Sorge. Intensive Ermittlungsarbeiten gegen die Hells Angels sind jedoch praktisch unmöglich und herkömmliche Überwachungstechniken so gut wie nutzlos. Auch undercover kann man die Hells Angels kaum unterwandern. Die Biker halten sich Spione durch ein langwieriges Aufnahmeverfahren vom Leib.
Bei den Hells Angels beginnt man als Hangaround. Etwa ein Jahr lang ist man im Grunde ein Sklave des Clubs. Ein Hangaround trägt Taschen, spielt den Fahrer und steht jederzeit für die Mitglieder bereit. Erst wenn er sich durch Drogendealerei, Mord oder Körperverletzung bewiesen hat, wird er ein Prospect. Es dauert gut 5 Jahre, bis man ein Mitglied wird. Kaum eine Polizeieinheit kann es sich leisten, vor der eigentlichen Ermittlung 5 Jahre zu investieren. Ohne belastendes Material können die Polizisten die Motorradfahrer nur immer wieder anhalten und überprüfen. Sie hoffen, Spitznamen, Gesichter und Verbrechen zusammenzubringen. Ein Hoffnungsschimmer zeichnet sich ab, als sich der Polizei ein Hangaround anbietet, der die Geheimnisse der Hells Angels nur zu gern verraten will. Danny Kane stammt aus einer ländlichen Gegend in Quebec. Seine Eltern können keine 3 Kinder ernähren und geben Danny in die Obhut seines kinderlosen Onkels. Ich denke, das erklärt, warum er immer ein Einzelkämpfer war. Danny war nie ein herausragender Schüler und er liebte Motorräder, seit er 16 war. Er war ehrgeizig, aber auch faul. Eigenschaften, die auf viele Biker zutreffen. So kam es, dass er Einbrüche beging und mit Drogen und Waffen dealte. Von da an ging es weiter bergab. Schließlich besorgte er sich ein Motorrad. Nach mehreren Festnahmen wird Kane mit 25 Jahren zu einer 10-monatigen Haftstrafe verurteilt. Er hat 2 Männer mit einer Pistole fast tot geprügelt. Dabei löste sich ein Schuss und traf einen von ihnen in den Kopf. Er saß zum ersten Mal etwas länger im Gefängnis und erlangte damit erst das richtige Ansehen, um bei den Hells Angels einzusteigen. Danny Kane ist 26, als er aus der Haft entlassen wird und sich an die Hells Angels wendet. Er träumt davon, ein Vollmitglied zu werden. Sie waren seine Chance, in der kriminellen Welt aufzusteigen. Als Hells Angel würden sich Dannys Träume von Geld, Macht und Respekt erfüllen. Neben seiner kriminellen Vergangenheit verfügt Danny Kane noch über andere Eigenschaften, die die Hells Angels begrüßen. Er nimmt keine Drogen und erfüllt seine Pflichten ohne zu murren. Seine Schwäche ist Sex. Kane hat ständig neue Affären und genau das wird ihn schließlich in Schwierigkeiten bringen. Kane hat sich seinen Ruf hart erarbeitet. Er begann mit Bodybuilding und wurde ein gefürchteter Drogendealer und Schuldeneintreiber für die Montreal Hells Angels. Auch für ranghohe Mitglieder wie den Landesvorsitzenden Walter Stadnick. Während sich Mom Boucher voll und ganz auf Quebec konzentriert, möchte Stadnick die Hells Angels in ganz Kanada ansiedeln. Nicht jeder hält das für eine gute Idee. Walters Versuche, andere Rockerclubs zu kontaktieren, wurden zunächst abgeblockt. Die Los Bravos aus Manitoba und Satan's Choice aus Ontario hatten fast genauso viele Mitglieder wie die Hells Angels. Sie hatten vereinbart, ihre Reviere nicht den Angels zu überlassen. Stadnick will seine Expansionspläne dennoch durchsetzen. Walter gründete die Demon Keepers. Stadnicks Vorhaben ist ebenso einfach wie hinterhältig. Seine neue Motorradgang wird die Drogen billiger anbieten als die anderen Dealer. Danny Kane soll sein Vorhaben umsetzen. Was wirklich hinter Stadnicks Plan steckt, erkennt Kane erst Monate später. Er ist stolz auf seine verantwortungsvolle neue Aufgabe. Danny war im 7. Himmel, weil ihm Macht übertragen worden war. Er war der Leiter der Demon Keepers und der Operation. Für ihn war klar, wenn mir das gut gelingt, werde ich Vollmitglied. Aber es war schwierig.
Ich glaube nicht, dass schon mal jemand ein neues Charter eröffnen sollte, ohne in der Gegend bereits jemanden zu kennen. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Weil sie keinerlei Kontakte hatten, versuchten die Demon Keepers einfach in Bars Drogen zu verkaufen. Als Franco-Kanadier in einer englisch geprägten Gegend fallen die Demon Keepers extrem auf. Am 1. April 1994 wird Danny Kane verhaftet. Sie fanden Drogen, Waffen und einen Kofferraum voller Demon Keepers Jacken. Es war sonnenklar, was vor sich ging. Kane nahm die ganze Schuld auf sich, obwohl er durch seine Vorstrafen am meisten zu verlieren hatte. Walter versicherte Danny, dass er ihm nicht die Schuld am Scheitern der Operation gab. Er sei weiterhin in Montreal willkommen, aber er wurde kein Prospect und erst recht kein Mitglied. Das nahm Danny übel. Der Plan war raffiniert und hinterhältig. Stadnick verkündete großspurig, dass die Hells Angels das Gebiet übernehmen würden. Dabei hatten sie nie eine Chance. Im Gefängnis muss Kane erkennen, dass er nur eine Spielfigur für Stadnick war. Die Demon Keepers mussten versagen. Sie dienten nur dazu, von Stadnicks Expansion in den Westen abzulenken. Danny wurde klar, dass Stadnick ihn benutzt hatte. Kane ist wütend. Er wird für niemanden als Prügelknabe herhalten. Er will Walter Stadnick, Mom Boucher und die Hells Angels vernichten. Die Polizei sucht noch immer einen Weg, den Drogenkrieg in Montreals Straßen zu beenden. Aber die Beamten können nur einzelne Vergehen ahnden, bei denen sie die Biker auf frischer Tat ertappen. Ein rachsüchtiger Informant wie Danny Kane könnte die Wende bringen. Und er würde alles tun, um Walter Stadnicks Leben zur Hölle zu machen. Sie hatten ihn ausgenutzt und ins Gefängnis gebracht. Deshalb hat er sich an uns gewandt. Nach 6 Monaten wird Danny Kane entlassen. Er verschwendet keine Zeit und meldet sich bei der kanadischen Polizei. Danny Kane war intelligent und wusste das. Die meisten Biker betrachtete er dagegen als Dummköpfe. Kane bietet sich als Informant an. Er war auf Rache aus. Endlich hat die Polizei eine Waffe gegen die Hells Angels. Einen Spion, der Einblicke in die Struktur des Clubs geben kann. Ein gefährliches Spiel für Danny Kane. Wenn die Biker auch nur vermutet hätten, dass Danny ein Informant war, hätten sie ihn ermordet. Und es wäre ein langsamer, qualvoller Tod gewesen. Für Danny Kane ist das Risiko nur ein zusätzlicher Reiz. Er lebte gern gefährlich und liebte es, andere aufs Kreuz zu legen. Die eine Seite gegen die andere auszuspielen, gab ihm ein Gefühl von Macht. Der frischgebackene Informant kehrt umgehend in das Hells Angels Clubhaus zurück. Dort empfängt man ihn mit offenen Armen. Es war leicht, nachdem er gesessen hatte, ohne jemanden zu verraten. Kontakte hatte er ja schon. Er hing immer mit den wichtigen Typen rum. Außerdem war er eine Art Diener, der alles erledigte, was man ihm auftrug. Noch ist Kane damit zufrieden, nur ein einfacher Soldat zu sein. So kommt er leicht an Informationen für die Polizei.
Die Treffen mit der Polizei waren kurz. Die geheimen Treffen finden etwa dreimal wöchentlich in Hotelzimmern statt. Anfangs bezahlt die Polizei Kane $1000 die Woche, in bar. Als Gegenleistung erfahren die Beamten von Kriegsvorhaben, wer wen ermordet hat und wer als nächstes dran ist. Danny Kane lebt nicht nur ein Doppelleben als Hangaround und Informant. Gleichzeitig versucht er mit seiner Freundin Patricia und ihrem Sohn ein normales Leben als Freund und Vater zu führen. Arbeit war Arbeit. Aber wenn er nach Hause kam, war er Danny, ohne Abzeichen oder so etwas. Einfach nur Danny. Für Danny Kane ist es lebenswichtig, diese Bereiche voneinander abzuschotten. Im Laufe der Zeit hat er gelernt, seine Unternehmungen extrem gut zu trennen. Er zog eine klare Grenze zwischen dem, was er tat, und unserem Leben. Hauptsächlich gehört Danny Kanes Zeit aber den Hells Angels. 99% seiner Zeit hat er bei ihnen verbracht. Alles andere musste davor zurückstehen. Seine Familie und seine Kinder waren genauso nebensächlich wie seine Jobs. Wer bei den Hells Angels ist, muss rund um die Uhr für den Club da sein. Du hast immer Handys und Pager dabei und wenn sie rufen, kommst du. Oder du bezahlst dafür. Zum Clubleben gehören auch tägliche Besuche im Fitnessstudio. Sie hatten ihre eigene Ästhetik. Zumindest die Quebec Hells Angels sahen immer aus wie Actionfiguren. Mit übertrieben aufgepumpten Bizeps und Oberschenkeln. Selbst im Fitnessstudio belauscht Kane Mom Boucher. Welchen Rock Machine Club, welche Kneipe, welches Hauptquartier bombardiert er als nächstes? Er berichtete über die Strukturen der Angels und ihre Verbrechen. Auch wer Bomben baute und wofür. Fünf Monate später erhält Danny Kane bereits $2000 wöchentlich für seine Berichte. Er ist der bestbezahlte Informant der kanadischen Polizei. Geld spielte eine große Rolle. Danny gibt gern und viel Geld aus. Vor allem für Frauen. Ein großzügiger Lebensstil war ihm sehr wichtig. Er konnte mit der Führungsriege feiern, die Frauen haben, die er begehrte, und ein Leben auf der Überholspur genießen. Im Grunde liebt Danny Kane das Leben als Motorradrocker. Er träumt noch immer davon, ein Vollmitglied zu werden. Seine Loyalität beweist er durch seine Arbeit für die Angels. Ursprünglich war Danny Kane ihr Sprengstoffspezialist. Er hat mehrere Bars und Clubs ausgebombt und viele weitere Bomben gebaut. Je länger der Bikerkrieg andauert, umso tiefer verstrickt sich Kane in die Machenschaften der Hells Angels. Die Polizei hat sich in eine gefährliche Lage gebracht. Sie macht gemeinsame Sache mit einem gewieften Kriminellen. In seinen Gesprächen mit den Beamten belastet Kane sich nie selbst. Die eigenen Verbrechen musste er anderen anlasten. Und das hat Kane als Informant sehr oft getan. Die Polizisten sind auf die Insider-Informationen angewiesen, wenn sie Mom Boucher hinter Gitter bringen wollen.
Schon deshalb schauen sie weg, wenn es um Keynes Gesetzesbrüche geht. Wenn man päpstlicher als der Papst ist, kommt man nicht an Verbrecherbanden wie die Hells Angels heran. Wir spielen nach den Regeln und übertreten selbst keine Grenzen. Solange wir nicht wissen, dass ein Informant kriminellen Aktivitäten nachgeht, beziehen wir weiter möglichst viele Informationen von ihm. Während Danny Kane sein doppeltes Spiel treibt, vergrößert Mambouché seine Macht, indem er feindliches Territorium übernimmt. Doch seine Gegner von Rock Machine geben sich nicht kampflos geschlagen. Wir werben Leute an, die gegen die Hells Angels waren. Rock Machine stocken ihre Truppen mit Kleinkriminellen und unabhängigen Drogendealern auf. Wir wollten sie so hart treffen, dass sie nicht wieder aufstehen. Bouchers Versuch, die gesamte Unterwelt zu beherrschen, lässt den Bikerkrieg endgültig eskalieren. Sie mussten erkennen, dass wir Widerstand leisten. Am 9. August 1995 gerät die Situation endgültig außer Kontrolle. Die Hells Angels zünden eine Bombe in einer Wohngegend. Der Sprengsatz ist für einen Rivalen bestimmt. Zum ersten Mal in all den Jahren gibt es jedoch auch ein unbeteiligtes Opfer. Ein Splitter trifft den 11-jährigen Daniel Desrochers. Sein Tod versetzt die Bürger in Aufruhr. Sie verlangen, dass die Polizei endlich hart durchgreift. Der Krieg zwischen Hells Angels und Rock Machine wurde lange genug ignoriert. Nun hat er das Leben eines Kindes gefordert. Damit haben die Rocker eine Grenze überschritten. Die Gesellschaft will die Ausschreitungen nicht länger hinnehmen. Die Menschen fürchteten die Biker schon länger, aber solange sie sich nur gegenseitig töteten, sahen sie weg. Dann starb auf einmal ein unschuldiges Kind und die Bürger waren außer sich. Am meisten hat mich getroffen, dass die Bombe mit einer Fernbedienung gezündet wurde. Die Täter waren nicht etwa kilometerweit entfernt. Sie müssen das Kind gesehen haben. Es war ihnen egal. Ihr Job war es, die Bombe zu zünden, und nur das zählte. Insbesondere Mambouché zeigt sich nicht besonders erschüttert von Daniels Tod. Ein Kind ist gestorben und am nächsten Tag lacht er schon wieder in die Kameras, obwohl seine Leute den Wagen gesprengt hatten. Er war einfach widerlich. Die Polizei gründet umgehend ein Sondereinsatzkommando. Seine Aufgabe, Mambouché und seine Bande festzusetzen. Die Bürger drehten fast durch. Sie wollten die Einsatzkräfte verdoppeln. Wir sollten den Jungs den Garaus machen. Viele Hells Angels Charter und die Mitglieder anderer Motorradclubs fordern, dass Mambouché den Krieg beendet. Die Gier treibt sie dazu. Das verstärkte Polizeiaufgebot erschwert ihre kriminellen Machenschaften. Die Mehrzahl der Hells Angels, der Rock Machine und der Bandidos wollte endlich wieder Frieden. Aber Mambouché ist nicht bereit, sein Ziel aufzugeben. Er will die Kontrolle über ganz Quebec. Mittlerweile ist der Polizei jeder Grund recht, ihn festzunehmen. Schließlich verhaftet Mambouché wegen illegalen Waffenbesitzes. Ein geringes Vergehen. Mit uns sprach er gar nicht erst. Sein Anwalt sollte das für ihn übernehmen. Boucher verachtete die Polizei.
Nach nur 6 Monaten Haft wird Boucher wieder entlassen. Im Gefängnis hat er jedoch etwas Beunruhigendes erfahren. Ein Polizeibeamter hat damit geprahlt, dass ein Informant die Hells Angels unterwandert habe. Boucher kennt nur noch ein Ziel: den Verräter ausfindig zu machen. Er hat niemanden getraut. Es gab eine Liste mit Verdächtigen. Kurz darauf wurde Kane dringend ins Clubheim bestellt. Er hatte natürlich Todesangst. Kanes Angst ist unbegründet. Es gibt einen weiteren Verräter unter den Hells Angels. Ein Auftragskiller und ziemlich hochrangiges Mitglied hatte für die Polizei spioniert. Nach seiner Verhaftung spricht der Mann öffentlich über die Hells Angels und ihre Verbrechen. Mon Boucher kommt dennoch unbeschadet davon. Nun ist er misstrauischer denn je. Kanes Betreuer sind erleichtert. Sie haben weiterhin eine Chance, Boucher mit Hilfe ihres Spions dingfest zu machen. Dennoch ist Boucher überzeugt, dass es einen weiteren Verräter gibt. Auch Kanes Loyalität soll auf die Probe gestellt werden. Mit einem Mord. Walter Stadnick plant unterdessen noch immer die Expansion in den Westen. Er lädt David Boyko, den mächtigsten Biker aus Winnipeg, zu einer Hells Angels Party ein. Auf der Party in Halifax zettelt der Hells Angel Donald Magnusson einen Streit mit Boyko an. Am nächsten Tag fand man Boykos Leiche im Wasser. Es war klar, dass Magnusson der Täter war. Die Hells Angels waren wütend. Sie hatten einen Los Bravos eingeladen und er wurde auf der Party ermordet. So behandelt man seine Gäste nicht. Erst recht nicht, wenn sie demnächst Hells Angels werden sollen. Es ist die Gelegenheit, Kanes Loyalität auf die Probe zu stellen. Er sollte seinen Freund Magnusson beseitigen. Kane war erstmal ratlos. Er war in einer schrecklichen Lage. Wenn er Magnusson tötet, hält Mon Boucher ihn nicht länger für einen Spion und ernennt Kane endlich zum Vollmitglied. Aber was ist mit seiner Stellung bei der Polizei? Ein Informant darf keinen Mord begehen. Verweigert Danny Kane den Mord jedoch, steht er vor Mon Boucher als Verräter da. Es ist ein kaum lösbares Dilemma. Einerseits wäre Kane nur zu gern ein Hells Angel. Andererseits hat er ihnen Rache geschworen. Was ist ihm wichtiger? Menschen zu manipulieren ist Danny Kane zur zweiten Natur geworden. Kurze Zeit nach Bouchers Fall den Polizeibeamten mit, dass er die Situation in den Griff bekommen habe. Kane hat Boucher auf eine Ehrenfrage hingewiesen und der ist darauf angesprungen.
Kane meint, im Kodex der Hells Angels sollte eine neue Regel verankert werden. Muss ein Vollmitglied getötet werden, darf dies nur ein anderes Vollmitglied übernehmen. Er wusste, dass Mam Bushe ganz scharf darauf war, Autorität auszuüben und sich über die anderen zu erheben. Wie mit seiner großartigen neuen Regel. Nur ein Vollmitglied darf ein Vollmitglied töten. Damit ist Danny Kane erst einmal aus dem Schneider. Ihm fehlt ja der Status, um ein Vollmitglied wie Donald Magnusson zu ermorden. Auch die Polizeibeamten sind erleichtert. Wieder ein Kane aus einer schwierigen Situation herausgewunden. Allerdings fehlen ihnen weiterhin ausreichende Beweise, um Bushe vor Gericht zu stellen. Seit fast 2 Jahren versucht Kane, bei den Hells Angels aufzusteigen. All seinen Bemühungen zum Trotz steht er noch immer auf der niedrigsten Stufe als Hangaround. Mit ihm stimmte was nicht. Wie kam er an sein Geld? Von 2000 Dollar die Woche konnte er jede Menge Bier und Essen spendieren. Außerdem fuhr er ein großes Auto. Irgendwann fragten die Mitglieder natürlich, woher er das Geld eigentlich hatte. Kane bittet die Polizei um Hilfe. Er brauchte ein Unternehmen zur Tarnung. Zu der Zeit lebte er am Rande des Schwulenviertels. Die Nachtclubs dort sind bereits unter der Kontrolle der Hells Angels. Ja, einfach so sehe ich das. Ja, das ist doch nicht mehr okay. Da durchsuchen uns das eine, zerstören uns das andere. Schwer bewaffnet und mit Blendgranate stürmte die GSG 9 den Clubraum der Bandidos. Also man hat auf der Kamera unten gesehen, dass die Leute hier kamen, GSG 9, wartet ja dann, hat man ja gesehen. Die stürmten die Treppe hoch, mein Sohn hat da geschlafen mit dem Hund, konnte mein Sohn noch wegreißen, weil ich ja wusste, es kann sein, dass die vielleicht schießen und so. Der Hund ist da lang zur Tür hin, hat meinen Sohn auf den Boden geschmissen, wollte den Hund noch retten, nach ihm greifen, habe gesagt, schießt nicht, ich halte den Hund fest und die haben trotzdem geschossen gleich. Ich habe sogar noch gesagt, hier ist noch ein Kind, hier ist noch ein Kind. Ja. Wenn ich jetzt was suche, Metall oder sonst was, da gibt es Detektoren für, dann muss ich doch nicht dieses ganze Ding hier komplett zerstören. Es ist Zerstörung für mich, ja. Und wenn irgendwas gesucht wird wegen Drogen oder sonst was, da gibt es Hunde, da gibt es alles für, ja. 1000 Polizisten sind gleichzeitig an verschiedenen Orten im Einsatz, beschlagnahmen Drogen und Waffen. Im Clubhaus finden sie ein gestohlenes Motorrad, in der angrenzenden Privatwohnung aber nichts. Wenn die wissen, dass ich nicht zu Hause bin, warum muss man mit Maschinenpistolen, muss man Türen raustreten, wenn ein 2-jähriges Kind dort ist? Ein 13-jähriges Kind, was schreit ohne Ende, was sich einpullert. Der Einsatz der GSG 9. Will der Staat damit ein Zeichen setzen? Besondere Macht demonstrieren? Reiner Zufall. Reiner Zufall. Wenn die Zeit haben, sind wir natürlich immer dankbar. Die GSG 9 hat aufgrund ihrer langjährigen Tradition und der speziellen Aufgaben, die sie auch wahrnehmen, natürlich auch eine besonders gute Ausrüstung. Das hat jetzt aber nichts mit Zeichen zu tun, Symbolik. Reine Pragmatik. Auch bei Hells Angels Boss Hanebut fliegt die GSG 9 ein, nachdem ihn der Kronzeuge in Kiel belastet hat. Die Spezialeinheit seilt sich morgens um 5 Uhr aus dem Hubschrauber ab, erschießt Hanebuts Hund und durchsucht sein Anwesen. Unmittelbar danach ist auch Freund und Anwalt Fromberg zur Stelle. Wir haben hier aber ein volles Programm gemacht und die Tür eingetreten, Hund erschossen, wie gesagt. Der kleine Sohn von Hanebut hat das alles mitgekriegt. Der Staat lässt jetzt die Muskeln spielen. Seitens der Ermittlungen war eine Vorgabe, dass das Objekt schlagartig eingenommen werden musste. Das heißt also, es durfte kein Zeitverlust eintreten, weil in Verbindung mit diesem Zeitverlust dann auch ein Beweismittelverlust zu befürchten war.
Um das zu verhindern, haben wir die entsprechende Vorgabe gemacht und der Polizeiführer hat dann die taktische Entscheidung getroffen, welche entsprechenden Einheiten eingesetzt werden. Um Hanebut ist es inzwischen ruhig geworden. Seine Hells Angels Filiale in Hannover hat er über Nacht aufgelöst. Keine Zeichen mehr, keine Symbole. Hatte er Angst vor einem Verbot? Damit wäre auch das Vereinsvermögen an den Stasi. Täter jedoch werden nicht ermittelt. Fast 7 Jahre lang betrieb Ute Johansen die beliebte Kneipe an der Küste. Fast 6 Jahre lang wurde sie erpresst. Nervlich am Ende und finanziell ruiniert muss sie den florierenden Irish Pub aufgeben. Und Insolvenz anmelden. Sie arbeitet jetzt als Angestellte in einem Restaurant und hat bei der Soko Rocker im Landeskriminalamt gegen den Erpresser ausgesagt. Sie hofft, dass noch weitere Gastronomen Anzeige erstatten und ihm bald der Prozess gemacht wird. Was Ute Johansen widerfahren ist, das hat System. Auch der Kieler Kronzeuge könnte zum Thema Gewalt die Wahrheit gesagt haben. Ich war abhängig von den Hells Angels Kiel. Ich habe Ansagen bekommen, was zu tun ist. Ich bekam den Auftrag, auf eine Werkstatt zu schießen. Und beim nächsten Mal sollte ich nicht daneben schießen. Ein Hells Angel aus dem Ruhrgebiet hat nicht daneben geschossen. Er tötete einen Bandido. Zur Unterstützung des Angeklagten rückten seine Brüder an. Auch der sogenannte Pressesprecher der Hells Angels, Rudolf Triller. Vor 2 Jahren gab er uns noch ein bemerkenswertes Statement. Gewalt ist ein Teil des Menschen. Man braucht sich nur weltweit umgucken, was da abgeht. Man braucht in die Geschichte gucken und dann ist das keine Frage. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Und wir haben gelernt, damit umzugehen. Mit Gewalt kennt sich auch Höllenengel André Sommer aus. Er war selbst auch schon mal Opfer. Als ihm ein Mann ein Messer in den Rücken gerammt hat, deklarierte er das als Autounfall. Sommer ist Statthalter einer Hells Angels Ortsgruppe in Berlin. Polizei bekannt. Früher war er Hooligan, seit langem ist er Freund von Hanebut. Dessen langer Arm reicht bis Berlin. Hier stehen seit einiger Zeit Hells Angels und Bandidos unter ständiger Beobachtung der Polizei. Tauchen sie auf der Straße auf, wird sie kontrolliert. Rund 800 Männer zählt die Polizei in Berlin zu Mitgliedern krimineller Rockergruppen. Bei Durchsuchungen von Clubhäusern und Kneipen dieser Rockerclubs finden die Ermittler immer wieder Waffen und Munition. Die Ortsgruppen haben aufgerüstet, denn auch in Berlin kämpfen Bandidos und Hells Angels um die Vormachtstellung im Geschäftsfeld Rotlicht, Waffen, Drogen und Menschenhandel. Und dieser Markt wird stetig enger. Immer härter führen sie diese Kämpfe und schon lange nicht mehr nur untereinander. Diese Lage, muss man sagen, peu à peu in den Jahren 2019 und 2011 zeigt sich auch zunehmend in Gewalttätigkeiten, die in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, zwischen den beiden verfeindeten Gruppierungen, mit Auswirkungen natürlich auf die Bevölkerung, zufällig vorbeikommenden Passanten und Ähnlichem. Berlin-Schöneberg, ein multikulturelles Viertel. In diesen Stadtteil zog es die verfeindeten Rockerbanden. Über 2 Jahre lang terrorisierten sie diesen Kiez. Dadurch veränderte er sich radikal. Wir treffen einen Schöneberger, der die Entwicklung in den vergangenen Jahren hautnah beobachtet hat. Noch immer hat er Angst vor den Rockern und will deshalb nicht erkannt werden. Am Anfang sind Bandidos in großen Motorradformationen laut mit Kutten durchs Viertel gefahren. Dann kamen die Hells Angels und haben dasselbe Theater veranstaltet. Wir haben uns gefragt, was wollen die hier? Wollen die Geschäfte übernehmen? Geht's um Drogengeschäfte? Schutzgelderpressung? Wenn wir sie gebeten haben, nicht durch die Fußgängerzone zu rasen, sind wir massiv beschimpft und bedroht worden. Da waren solche Dinge wie, halt die Fresse, Fotze, noch die kleineren Übel. 2010 läuft der Deutsch-Türke Kadir Padir, hier rechts im Bild, mit 80 Mann von den Bandidos zu den verfeindeten Hells Angels über. Ein weltweit einmaliger Vorgang.
Angeblich, so ist aus Ermittlerkreisen zu hören, sollen Hanebut und Sommer mit Kadir Padir verhandelt haben. Für den Seitenwechsel sollen mindestens 250.000 Euro geflossen sein. Bestätigen wollen die Hells Angels das natürlich nicht. In Berlin spitzt sich die Situation zu. Man kann eindeutig feststellen, dass die, die Grenzen zwischen den Gruppen fließend sind einerseits. Das heißt also, ob heute ein Bandido noch Bandido ist oder Hells Angel, ist in dem einen oder anderen Fall nicht mehr so vorherzusagen. Daraus resultieren natürlich auch Feindschaften untereinander, die dann auch persönlicher Natur sind. Dinge, die sozusagen gegen die Ehre der Clubs gehen und woraus dann auch Gewalttätigkeiten im Sinne von Racheakten resultieren. Und diese Racheakte werden zunehmend brutaler. Eine Kaskade von Schüssen wird 2011 nachts auf diesen Berliner Bandidosladen abgegeben. Nur durch Zufall gibt es hier keine Verletzten und Tote. Danach sucht die Polizei umgehend bei den neuen Hells Angels, den übergelaufenen Bandidos, nach dem Täter. Die meisten von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Stolz präsentieren sie sich mit ihren neuen Kutten in einem Musikvideo des Rappers Memo. Berlin huldigt Rockerboss Hanebut in Hannover. Hallo, was geht ab, Alter? Ich bin's, MEMO, direkt aus Hannover, hier in Berlin, bei Hells Angels Türkei, Alter. Support Sexember, Support 81, Support Frank Hanebut, Alter. Ihr wisst Bescheid, dieser Song aus meinem neuen Album, Engel der Hölle, hier bin ich. Und ihr, haltet die Fressen, Mann! Haltet die Fressen, Mann! Wir hatten richtig Angst vor diesen Typen. Ein Rocker war in eine vollbesetzte Gaststätte gegangen, dann kamen andere Rocker und haben den Mann dort überfallen. Die Gäste sind schreiend aufgesprungen, der ganze Bürgersteig, alle Tische lagen voller Glas. Jeder hat versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Eine Frau hat sich unter einem Tisch auf ihre Kinder geschmissen, weil geschossen wurde. Die hatten keine Hemmung, in aller Öffentlichkeit Waffen zu ziehen und zu schießen. Juni 2012. Der Berliner Innensenator verbietet die Hells Angels Berlin City. Doch als die Polizei das Verbot durchsetzen will, trifft sie nur noch wenige Mitglieder an, weil der Club kurz vorher von der Razzia erfahren und sich selbst aufgelöst hat. Das Clubhaus ist ausgeräumt. Es gibt ganz offensichtlich ein Leck bei der Polizei. Unter Verdacht steht ein Mitarbeiter der Soko Rocker. Das ist ein immer wiederkehrender Prozess der letzten Jahre und Jahrzehnte. Ja. Also bei so vielen Menschen innerhalb einer Behörde kann man es auch nicht ausschließen. Nur wenige Stunden nach der Selbstauflösung versuchen die Hells Angels Berlin City bei den Potsdamer Brüdern unterzukriechen, um sich so wieder in Kutten präsentieren zu können, dem Zeichen ihrer Macht. Diesmal halten die Ermittler dicht. Nach diesem Polizeibesuch löst sich der Club von Potsdam auf, um einem Verbot zuvorzukommen. Die Outlaw-Rockerclubs, die Gesetzlosen, wollen Berlin nicht aufgeben und suchen nach weiteren Ausweichmöglichkeiten nahe der Hauptstadt. Weil Berlin natürlich für Bandidos wie Hells Angels auch eine gewisse strategische Bedeutung im Osten Deutschlands hat. Natürlich ist es so, dass sie ihre eigenen Machtstrukturen aufbauen und natürlich auch mit eigenen Systemen der Bestrafung, wenn man so will, so eine Art Gegenbewegung zum Rechtsstaat aufbauen. Das ist im Übrigen ja auch Ziel der Outlaws, den Rechtsstaat und die Gewaltenteilung und das Gewaltmonopol des Staates eben nicht zu akzeptieren. Im Juni 2012 explodiert die Gewalt in Berlin mit dem Attentat auf den Hells Angel André Sommer. Direkt hinter seiner Kneipe wird er angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Er überlebt den Angriff nur knapp. Sommer hatte mit dem Täter vorher gesprochen, sagen Passanten. Er aber redet nicht mit der Polizei. Selbst Sommers Krankenakte bekommt die Polizei nur durch einen richterlichen Beschluss.
Kurze Zeit später werden zwei Berliner Bandidos angeschossen. Möglicherweise Rache für die Schüsse auf Sommer? Die Polizei entdeckt an einer Hülse DNA-Fragmente. Sie könnten zu einem ganz anderen Fall passen, zu Spuren aus der Wohnung des Zwickauer Terrortrios. Haben Bandidos den nationalsozialistischen Untergrund mit Waffen versorgt? Oder waren es vielleicht die Hells Angels, wie der Kieler Kronzeuge aussagt? Völlig ausgeschlossen ist nichts, denn Waffenhandel gehört zum Geschäftsbereich beider Rockerclubs. Politisch ausgerichtet sind die Clubs aber nicht. Braune Rocker seien nur Einzelfälle, so die Ermittler. Wenige Wochen später schnappt die Polizei drei Bandidos, die Sprengstoff zu ihren Berliner Brüdern schmuggeln wollten. Nun schlägt der Staat zurück, mit aller Macht. In der Sprache, die die Rocker verstehen. Die GSG 9 wird eingesetzt. Nachdem die Spezialeinheit abgerückt ist, öffnen die Bandidos ihr sonst hermetisch abgeschlossenes Gelände und gewähren Einblicke ins Clubhaus in Hennigsdorf. Der Mann in der Bandido-Kutte hat die Seiten gewechselt. Er war früher Polizist. Das ist in meinen Augen nicht verhältnismäßig mehr gegangen. Insgesamt haben sich in diesem Jahr 11 Rocker-Ortsvereine selbst aufgelöst. Auch im Internet ist der einst mächtigste Verein Europas nicht mehr zu finden. Die Homepage ist abgeschaltet. 10 Vereine wurden in den vergangenen 2 Jahren verboten. Vereinsverbote sind für mich kein Allheilmittel. Aber gerade bei den Rockern sind sie ein wunderbarer Mosaikstein in der Bekämpfungsstrategie. Weil in kaum einem anderen Bereich machen Insignien und auch das Tragen zum Beispiel von Kutten nach außen mit Abzeichen, Patches, so viel aus, so viel an Machtdemonstrationen aus wie bei den Rockern. Und deswegen ist es natürlich erstmal ein Ansehens- und Machtverlust, wenn sie sich nicht mehr so nach außen präsentieren können. Aber im Machtkampf der Rocker entwickeln die Vereine neue Strategien. Auch die Hells Angels Flensburg wurden vor 2 Jahren verboten. Und schon kurz darauf waren die Red Devils da. Sie bilden den größten Unterstützerverein der Hells Angels und springen als Statthalter ein. Belastend für die Opfer. Da hat sich gar nichts geändert. Also sie sind alle noch da, sie sind leiser geworden und vorsichtiger, ganz klar. Ich sag mal, im aktiven Auftreten sind es jetzt eher die Red Devils. Und ansonsten, einige fahren jetzt auch mit, was weiß ich, hier Hells Angels Dresden rum oder so. Also die Lübeck habe ich jetzt eine Kutte gesehen. Also ich habe das Gefühl, die sind entweder in die anderen Chapter abgewandert oder eben in diesen Unterstützerclubs dann plötzlich drin. Also haben sie nur die Dienstkleidung gewechselt, das Geldmachen aber geht weiter? Auch was der Kieler Kronzeuge über das Geschäftsmodell der Hells Angels aussagt, stimmt vermutlich. Ein Dilemma für die Ermittler in Schleswig-Holstein. Kollegen warnen vor dem V-Mann, er würde vieles dazu dichten. Die Kieler Ermittler aber brauchen seine Aussagen, um mehr als 100 Ermittlungsverfahren einleiten zu können. Der Kronzeuge bekommt dafür Strafnachlass. Seine Behauptungen in kleineren Fällen erweisen sich als wahr. Bei den Durchsuchungen stoßen die Fahnder nicht nur auf Waffen, sondern auf umfangreiche Geschäftsunterlagen und hohe Summen Bargeld. Allein im Clubhaus der Kieler Hells Angels liegen 37.000 Euro auf dem Tisch. Herkunft unbekannt. Klar wird, die Hells Angels funktionieren wie eine GmbH. Bei den Durchsuchungen anlässlich des Vereinsverbotes des Charters der Hells Angels Kiel ist es uns gelungen, bei deren Schatzmeister das Kassenbuch zu beschlagnahmen. Dieses Kassenbuch hat uns sehr interessante Aufschlüsse über die Finanzströme der Hells Angels Kiel bieten können. So konnten wir zum Beispiel aus den dort erlangten Erkenntnissen ein Verfahren wegen Geldwäsche einleiten. Und jetzt wird weiter durchsucht. Wohnungen, Bordelle, das Übliche eben. Aber auch, und das war bislang unüblich, die Kanzlei eines Steuerberaters. Er soll für die Rocker einen illegalen Deal vermittelt haben. Ein paar Kilometer außerhalb von Kiel,